Ich bin hier im Nizip Camp in der Türkei, wo syrische Flüchtlinge in Zeltlagern untergebracht sind. Und das sehen Sie hinter mir. Und außerdem möchte ich Ihnen gerne diese Karte zeigen. Das ist nämlich das, was die Flüchtlinge vom World Food Program bekommen. Sie kriegen also keine Nahrungsmittelsäcke, sondern sie kriegen so eine Kreditkarte, die zweimal im Monat aufgeladen wird mit ungefähr 45 Dollar. Und mit dieser Kreditkarte können Sie dann in den Supermarkt gehen, der im Camp ist, und dort einkaufen, was Sie denn brauchen. Und das ist wirklich etwas, was neu ist jetzt für uns im World Food Program, was wir in der gesamten Syrien-Krise jetzt zum ersten Mal eingesetzt haben als Instrument in einer Emergency-humanitären Lage. Und es ist wirklich ein großer Fortschritt.